Willkommen zurück zum Monospiel The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir haben Kira nach Kaer Morhen geschickt. Ich will mit, ich will mit, ich will mit! Geht nicht. Hat ja alles kaputt gemacht. Okay, was machen wir jetzt? Stufe 11, Stufe 10. Könnten ja mal ein bisschen Gewinn spielen, oder? Ich glaube, das machen wir jetzt. Wir spielen mal ein bisschen Gewinn. So. Ja, machen wir es erstmal in Wählen. Okay, fangen wir mal oben links an. Da gibt es keinen Händler. Hier gibt es einen Händler. Ja, probieren wir erstmal den aus. So, hier ist ein Händler. Haben wir schon gegen den gespielt? Ich glaube, gegen den haben wir sogar schon gespielt, oder? Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Egal, wir spielen jetzt gegen den. Ich will Karten spielen. Man soll ja gegen alle Händler spielen, aber kann ich auch irgendwo sehen, gegen wen ich schon gespielt habe? So. Oh, wir hätten noch Karten austauschen können, sehe ich gerade. Naja, egal. Das ist für Belagerung. Ja, Belagerung haben wir zwei starke. Was tun wir denn stattdessen weg? Das ist Fernkämpfer. Um eins. Das wären dann 1, 2 Punkte, die wir gewinnen. Hier würden wir 4 verlieren. Tun wir den weg. So. Ich kann. Mit dem kriege ich irgendwas wieder, ne? Ja, das ist schön. Dann fangen wir doch mal mit dem an. Okay, wir vermeiden mal Fernkämpfer. Dann können wir dem noch das Wetter reinhauen. Aber so viel habe ich gar nicht mehr. Scheiße. Das könnte ich noch machen. Ja. Gewinne ich 9 dazu. Der soll mal mehr Fernkämpfer legen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht.
Ich will aber keine Fernkämpfer machen, dann kann ich das nicht einsetzen. Er holt auf. Den will ich aber auch noch nicht einsetzen. Was mache ich? Was mache ich? Wir probieren einfach mal. Das rauszunehmen, damit er denkt, er gewinnt. Ob das funktioniert? Das funktioniert! Okay, wir brauchen 6 Punkte. Das heißt, ich könnte schönes Wetter machen und den spielen. Aber das bringt mir nichts, denn der hat ja eigentlich mehr als der. Der hat ja nur mehr wegen dem, ja. Machen wir es so. Haben wir 24. Passen. Sehr schön. Ach ja, genau, dann kriege ich auch noch eine Karte. Geil. Und dann holen wir uns jetzt direkt noch eine Karte. So. Ja, super. Aber ich habe noch die gute Wetterkarte, das ist gut. Ja, hau mal alle raus. Sehr schön. Hau sie alle raus. Kein Problem. Er hat jetzt nur noch eine Karte. Ich würde sagen, da haben wir gewonnen. Aber wir haben auch so schon gewonnen. Ich brauche gar kein gutes Wetter machen. Sauber. Easy peasy. So, gib mir eine schöne Karte. Juhu. Okay. Oh, die ist ja gut. Was haben wir denn jetzt von dem bekommen? Ah, hier scheinbar keine, ne? Mal, die kommt rein, die kommt rein, die kommt rein. Okay. Ja, mal gucken, was wir hier noch haben. Da nichts mehr. Da haben wir was. Einschüchterer, den haben wir bekommen. Okay. Wollen wir jetzt irgendwas Schwaches rausnehmen? Was kann der? Um 1. Die sind eigentlich billig. Können wir eigentlich raustun. Den haben wir dreimal. Ist eigentlich cool, wenn man davon mehrere hat. Und dann auch schön andere Belagerungsdinger. Da geht einiges dann. Ja. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gucken, ob der auch spielen will. Berge bewegen sich nicht und treffen einander nie. Nö, der will nicht spielen. Ich sehe mich mal um, wenn's dir recht. Der hat doch nichts Tolles. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich. Okay. Auf ins Nixdörfchen. So.
Ich mit den Schmieden, kann ich mit denen auch Gewinn spielen? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe die ganzen Händler da gar nicht. Naja, gehen wir mal hier hin. Wenn wir nachher in Oxford sind, können wir mal die neuen, die verschiedenen Bart-Varianten ausprobieren, weil da gab es ja auch so ein DLC. Ich sehe aber hier keinen Händler. Wieso, wo sind die ganzen Händler mal hin? Was guckst du so? Den Weißgarten war auch weg. Leute nicht länger. Wenn sie jemand gefunden haben, sehen einer mutigen Schmied an Dreck gefangen. Auf den Sieger warten. Ja, vielleicht in Krähenfels haben sie was ihr gibt's, Grauer? Also Fleß und Wachteln. Ich will auch kämpfen. Was gibt es Neues in der Weide? Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Oh, scheiße, sind sie gekommen in Schwerin. Woran denkst du? Kinder, Huren, der Schmied hier ist der stärkste im Dorf. Sein Kopf würde sich prima an deiner Wand. Ach, der würde, oder was? Hast du den Mumm zu einem Faustkampf? Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei? Du wirst nicht mehr so übermütig sein. Ja. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Ja, auf jeden Fall. Was sagst du? Komm, geh mal, Stoff hier. Geh mal weiter rüber. Nicht so langsam. Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Das schaffst du nicht. Au. Ich glaube, der ist gut, der Schmied. Sehe nicht. Au! Au! Das kriegst du zurück? Krönum! Pönnalo! Pum! 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 Scheiße! Pum! 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 Jawoll! Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du Meister von Wählen werden willst, musst du noch zwei Leute schlagen. Jonas aus Schwarzzweig und einen Fischer aus Lindenthal, den man Fischfresser nennt. Cool. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Komm her, Schmied. Was willst du? Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Kann ich mit dem reden. Bin ich jetzt wieder aufgeladen? Was? Ich sehe, was geht's, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir, was soll ich mein... Was guckst du denn? Da kämpft überhaupt keiner mehr. Was? Naja. Dieser auf jeden Fall ist der Händler wieder da. Der Wirt. Sei gegrüßt. Okay, der will nicht spielen. Das ist schade. Aber der hat Karten. Der hat Karten. Okay. Ich habe nicht so viel Geld. Ja, das brauche ich nicht. Ist doch alles Kaiserreich, ne? Ich glaube, das ist nicht mein Deck. So, mal gucken, was wir hier noch verkaufen können. Damit wir da ein bisschen Geld zusammenkriegen. Wieso habe ich das noch? Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. Hab ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen Geld verloren, aber egal.
Okay, das will der alles nicht. Danke. Leb wohl. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versauen. Langweilig wie Erbsen zählen. Pass auf, was du sagst, Alter. Soll ich dir in den Arsch treten? Na. Keiner mit mir spielen. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Um den Krähenfels. Ich will auch keinen Streit, ich will spielen. Soll ich dir was vorschlagen? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Woher kommst du? Was willst du? Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Sexy Hose. Was? Was gibt's, Grauer? Was? Du da, Weißer. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Begrab mich mit einem Fass Bier in den Humpen in der Hand. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Dörfchen. Alter. Die haben auch neben jedes Objekt eine fucking Kerze hingestellt, ne? Damit das immer wieder passiert. Da unten in dem Dorf waren wir noch gar nicht. Okay, ich glaube, da gab's nichts, ne? Da gab's keinen Händler. Schauen wir mal hier vorbei. Minimap. Schau mich nicht so an. Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Guten Tag. Lang lebe Scheiße. Ganz ruhig jetzt. Verschwinde. Ich will doch nur Gewinn spielen. Mutant. Siehst du, was sie getan haben? Werden wir je wieder gute Zeiten erleben? Mutter! Ups. Mutter! Hä? Mutant! Oh. Willst du reden? Ja. Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Nö, die wollen alle nicht spielen. Da ist ein Händler. Warte mal! Nee, ich warte nicht. Willst ja nicht spielen. Aus dem Weg! Redanien, verzieh dich, das Missgeburt! Mutant, solange du kannst! Ah, pass auf! Sei gegrüßt! Ich würde mir gerne. Der will auch nicht spielen. Der hat doch keine Karten. Leb wohl. Schade. Dann gehen wir mal nach Ochsenfurt. Deinesgleichen steckt einen an. Kann's passieren. Schießmalerei und Fahnenflucht. Sei mit dir. Guten Tag. Oder wie wir zu Hause sagen. Gute Geschäfte. Das ewige Feuer sei mit dir. Schade. Hä? Ja, was zum Teufel? Guten Tag. Oder wie wir zu Hause sagen. Gute Geschäfte. Mann von Hurensohn. Ja. Husch. Mann von Hurensohn. Okay. Der berühmte Gerald von Riva. Yep.
Hast du sie gestern schreien hören? Was hat sie der Frau angetan? Das gleiche wie... Alle Sünder werden im ewigen Feuer brennen. Hallo Schmied, willst du spielen? Ah. Ja, der will spielen. Was sagst du zu einer Partie Gwent? So. Okay, das sind alles Einser. Und auf geht's. Der ist wahrscheinlich gut hier in der Hauptstadt. Also, nicht Hauptstadt, aber hier in der großen Stadt. So, haben wir Belagerungsdinger? Ja, ein bisschen haben wir. Okay. Ach, das ist Kira Metz. Okay. Das ist eigentlich alle gut. Dann tun wir das weg. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt muss ich immer noch einen ablegen. Habe ich mittlerweile so gute Karten, ne? Will ich gar nichts ablegen. Vier wäre die niedrigste. Kann ich nicht einfach weitermachen? Abbrechen? Ja, alles klar, ich muss nicht. Gut zu wissen. Oh, er greift. Der spielt das Monster-Deck. Gut, gut, gut. Ich würde sagen, die erste Runde geben wir ihm, ja. Die erste Runde geben wir ihm. Und dann kann ich den in der zweiten Runde ausspielen, mir eine Karte zurückholen, ihm mit Finte wieder auf die Hand, ihm mir noch eine Karte zurückholen. Das klingt doch nach einem Plan. So, die erste Runde geben wir ihm, das heißt, wir spielen niedrig. Wow! Alter! Wie kann ich ihn nochmal ansehen? Zoomen. Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Alter Vater! Das ist ja fett! Wow. Okay, okay, okay. Soll ich jetzt mit Finte den wieder zurücknehmen? Und dann passen? Dann habe ich keine Karte verbraucht. Ansonsten schmeiße ich jetzt noch eine Fünfer weg. Ich glaube, das mache ich. Alter. Aber jetzt hat er die auch schon aufgebraucht. Das ist gut. Verdoppelt die Stärke deiner Nahkampfeinheiten, sofern kein Horn des Kommandanten in der Reihe liegt. Okay. Der haut hier schon alles raus. Ja, dann bitteschön, ne? Kriegst du die erste Runde. Okay, interessant. Monsterdeck ist interessant. Er passt. Okay, er passt. Das ist 5, da habe ich einen mehr und kriege eine Karte wieder. Hey, hey, gib mir eine Karte wieder. Was soll der Scheiß? Voll asozial. Wieso hat das nicht funktioniert? Ey, voll behindert. Okay, ich habe auf jeden Fall viel mehr Karten als er. Jetzt geht's um die Wurst. Ich fange an.
Was finde ich ja behindert, ey, dass es eben nicht funktioniert hat. Richtig behindert. Okay, ich habe nur eine Gutwetterkarte und ich habe 1, 2, 3 davon und okay. Ja gut, es geht um die Wars, ich muss eh alles raushauen. Scheißegal. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Boah, hier sind das Kackkarten da. Ich will Monsterdeck, ey. Voll geil. Okay, ich habe noch gutes Wetter. Also nicht so schlimm. Mal gucken, die wären zusammen 10. Die sind zusammen auf jeden Fall schon höher, okay. Nicht gut. Ach, gut. Hatte keine mehr im Deck. Das macht er selber gutes Wetter. Okay. Macht der Typ. Ja, ich würde sagen, damit haben wir gewonnen. Jetzt schon. So, da oben gibt die meisten Punkte. Bäm, Junge, 50. Platt gemacht haben wir den. So, gib mir was Gutes. Gib mir eine schöne Monsterkarte. Komm, komm. Aha. Vrihet Kadett. Dann gib mir noch was. Ah, schade. Vrihet Kadett. Gewinnt Kartensatz. Nee, keine Monsterkarte. Hier. Von Skuyatel. Ja, hau mal rein. Vielleicht haben wir da 4. Moment, ja. Hier haben wir 6. Ach nee, das sind meine. Was? Ah, ich habe bei Sonderkarten geguckt, Entschuldigung. Nee, doch, da 4. 10. Okay. 3. Schade, ich finde Monster am interessantesten. Nun gut. Schmiede wollen also auch spielen. Okay. Heißt der wirklich Hurensohn, der eine? Ist ja auch geil. Geiler Name. Da ist ein Wirt. Da ist auch noch ein Schmied. Also gegen den Wirten hier haben wir schon mal verloren, das weiß ich. So, aber bevor wir gegen den spielen, muss ich die Folge beenden. Ich würde sagen, wir machen noch eine Gewinnfolge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.